Hey Leute, hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Draußen schneit es gerade sehr doll. Oh ja. Und jetzt schneit es dann auch hier rein, aber wir werden es einmal rausgehen. Und dann geht es jetzt erstmal runter. Die anderen machen sich gerade schon fertig und es gibt auch noch eine Schneeballschlacht. Zur Info ist es gerade 2:30. Also Ash überlegt auch noch Schlitten zu fahren, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Und Handschuhe werde ich natürlich auch noch gebrauchen, ne? Ja. Oh, hier gibt es ja einiges. Nee, ich verrate nicht alles. Mach ich nicht. Komm bei Tipptopp-Tube. Also werden wir gleich mal gucken, was wir damit machen. Das sieht auch nach was Coolem aus. Und nehme ich mal meine Jacke hier mit. Die liegt nämlich schon auf der Treppe. Perfekt. Und jetzt geht's raus. Obwohl, nee, stopp, ich brauche noch Handschuhe. Irgendwie ist es ziemlich komisch, mit diesen dicken Handschuhen die Kamera zu bedienen. Ha, wen haben wir denn da? Also diese Handschuhe sind echt ein bisschen problematisch. Ich mach mal die Tür zu. So, was wolltest du mir zeigen? Wow. Ich glaube, ich sollte doch nochmal vielleicht einen Regenschirm mitnehmen, weil die Kamera hält den Schnee, glaube ich, nicht so wirklich aus. Hier fährt man noch optimal mit dem Schlitten längs. Sehr gut, jetzt die Treppen runter. Gehen wir mal zum Schnee. Oh Gott, warum sind das so viele Leute? Da hinten sind einfach so überall Leute, okay. Und, nee, kannst du mich ziehen? Einmal raufsetzen, bitte. Und es geht los. So, jetzt geht's hier. Bam. Weiter. Weiter noch. Oh Gott, das ist nicht gerade leicht, weil hier tatsächlich nicht so viel Schnee ist. Du fällst nicht hin. Doch, am Rand ist mehr Schnee. Komm jetzt hier runter. Nein. Und. Oh. Nein, nicht in das Loch. Wow. Also hier ist irgendwie ein bisschen Matsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn das hier? Hey, schafft ihr es? Ja. Perfekt. Gehen wir jetzt hin? Wir gehen da rüber. Nein, nein, nein. Oh, okay, jetzt habe ich den Krieg angefangen. Oh, nee. Oh, nice, meine Handschuhe lassen die Kamera. Oh, die Kamera. Ash, ist gut. Und? Nein. Lauf, lauf. Perfekt, jetzt nehmen wir es auf für Twitter-Typ anscheinend. Und ein Instagram-Bild wird hochgeladen. Ja. Genau so, perfekt. Gut, hier gibt es jetzt schon mal ein paar Schneebälle. Pass auf, Ash, dass sie nicht runterfallen alle. Bin seit neuestem Schneeschieber. Ey, jetzt werde ich hier nachgemacht. Ey, jetzt sind wir eine Schneeschieber-Family. Jetzt gibt es hier Schneegranaten. Von Silvester gibt es auch noch ein paar Überreste. Ja. Jetzt gibt's Krieg. Wow! Ey! Eine Granate! Ah. Boom! Ja, komm! Komm, wirf! Oh, oh. Ey. Oh, jetzt legt Max die Kamera weg. Jetzt, so, jetzt geht's ernst. Los. Jetzt geht's richtig los. Ja? Hey! Oh, jetzt werden die so geformt. Doch, er fängt schon. Den gleich. Die beiden sind dann erstmal nass. Boom! Volltreffer! Nur nicht ins Gesicht! Weißt du, weißt du, ich habe einen Handschuh mitgenommen. Ja, stimmt. Und jetzt hast du die aber nicht an. Oh, wir nehmen. Na? Wow. Oho. Hier, nimm das. War nichts. Ich kann doch nicht stehen bleiben. Jetzt bin ich gerade hier dabei, meinen Igloo einmal vorzubereiten. Also mit so einem coolen Klotz hier. Geht's auch auf Tipptopp-Tube noch weiter zu sehen und viele andere Gadgets. Auf jeden Fall mache ich da 24 Stunden drin, wenn ich fertig bin hier. Ja. Also ich baue und ich baue mal weiter, gucke ich mal, wie weit ich da komme. Bringe dir zwischendurch mal eine heiße Suppe mit. Ja, genau. Und ich muss jetzt hier den ganzen Schnee zusammenkratzen überall, damit ich mein Iglu noch fertig bekomme. Jetzt schneit es ja auch immer mehr irgendwie, was? Aber den Schnee kann ich gut gebrauchen. Ich muss nämlich sagen, mein Iglu, das geht echt sehr gut voran. Also, das dauert nicht mehr lange, da bin ich fertig, kann da einziehen. Jupp. Hier ohne Heizung und Bett. Was? Das kippt, das kippt, das kippt, das kippt hier langsam. Das ist richtig schräg hier. Oh nein, das Iglu wird. Nein. Es geht kaputt. Oh ja, ein bisschen Schnee in den Haaren kann ich schaden. Und es gibt keine Regenschirme mehr. Jetzt sind es Schneeschirme. Gibt es hier eine Roomtour aus meinem Iglu? Das ist die Außenwand von innen. Ja, wenn das nicht immer genial ist. Also, komm, wir haben so ein Iglu hier. Das ist doch genial. Und so sieht das gute Stück von vorne aus. Und hier einmal Handschuhe aus. Dann geht's da rein. Und jetzt muss ich natürlich auch noch 24 Stunden in das Teil rein. Ich würde sagen, setze ich mich mal hin. Und wir bauen dich drumherum zu. Ja, genau. Und rein da. Jetzt geht's hier rein in mein Haus für die nächsten 24 Stunden. Oh Gott. Aber ich habe noch nie so ein Iglu gebaut, muss ich sagen. Nee. Bisher. Das nächste Mal könntest du den ja auch noch ein bisschen größer machen. Ja klar. Am besten noch so ein ganzes Schneehaus. Ja. So komplett ein ganzes Haus, wo ich dann auch Wenn drin. Wir morgen richtig fett Schnee haben, dann machen wir das. Genau. Dann machen wir auf jeden Fall ein richtiges Schneehaus. Es sieht hier aus, als hätte man die Dinger hier, weiß nicht, eine Stunde stehen gelassen oder so. Ja, war vielleicht, weiß nicht, Viertelstunde. Und da macht Ash dich langsam auf den Weg hierher. Ne? Was hast du denn an der Hand? Oh, Entschuldigung. Ey. Es ist leer. Mein Handy ist einfach leer gegangen gerade. Was ist das? Kann ich mal drücken. Das geht wieder an. Hä?
Okay, ist zu kalt einfach. Ja? Gut gestattet. Ja, was denn? Ich füge mal Schneebälle rein. Oh ja, jetzt kommen meine Iglo noch Schneebälle. Dankeschön. Kann ich nachher abwerfen damit? Haha. Nee, wir sind beide im Team. Wir werfen Mama und Papa ab, ja. Oh. Nein! Mein Iglo! Das sag ich nicht. Es ist kaputt. 24 Stunden waren nur 24 Minuten. Nein. Dann wurde eben so schön aufgebaut. Ja. Was? Oh Mann, da muss es gleich erstmal noch heil gemacht werden. Okay, jetzt gehen wir erstmal hier weiter bei Till und Hüb was aufnehmen, ne? Entscheiden wir hier daran, das auszupacken. Wird wohl nichts mit dem Taschenmesser, ne? Ich brauche nur die richtige Schere. Die Schere ist auch irgendwo. Nein. Ach so. Damit? Das wird nichts. Nicht mal das wird. Doch, es ist auf. Ash, komm her! Oh oh, jetzt gibt's Schneeballschlacht. Bam! Und jetzt muss ich mal gucken, was ich mir vom Iglu mache. Es ist halt eingestürzt etwas und nur eine Seite. Nur eine Seite, die andere. Was machen wir jetzt damit? Noch einen ich würde sagen, ich mach dich drauf. Nee, es ist so endet wie über diesen Bügeln. Das ist nicht so gut. Ein riesen Gratscher hat es am Rücken nachher. Ja, ich bin auf so einem kleinen Bügel gesprungen. Aber ein kleines Kind hat es. Also, Papa, nimmst du meine Kamera kurz? Kameramann, jetzt gehen wir mal hier hin. Soll ich mich denn jetzt echt reinschmeißen? Ja, klar. Papa, bist du soweit? Schmeiß dich rauf. 3, 2, 1 und. Oh! Sagen, mein Iglu ist jetzt endgültig kaputt. Ich halte meinen Schirm, würde ich. Danke für den Schirm. Also, ich glaube, jetzt einfach hier liegen, 24 Stunden. Toll. Das wird gemütlich. Du wirst erfrieren. Es ist sogar wirklich gemütlich. Ja. Aber es wird, glaube ich, nach der Zeit echt kalt. Ja, ist so kalt. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war's mit Max. Oh, oh. Zu sagen. Ey, ich kann jetzt so ein Schnee-Dings machen. Schneeengel. Nein, das wird alles noch wirklich kalt. Ja, hier. Komm hoch, vor der Krankheit. Oh. Ich bin ein bisschen blass gedrückt. So, aus, ne? Ja. Na gut, das war's dann wohl mit meinen 24 Stunden im Iglu. Hey. Aber echt cool gewesen. Fail. 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 Papa? Ja. Kannst du mich ziehen? Ja. Oh, wie lange ich her ist. Ja. Ich glaube, ich gehe doch zu Fuß nach Hause. Mittlerweile ist es ja auch anders. Max? Ja. Kannst du mich ziehen? Du hast zwei gesunde Beine, ne Mama? Und jetzt geht's hier nochmal den hohen Berg runter mit meinem Schlitten hier. Hui! Das war cool. Oh, endlich zu Hause. Und rein. Endlich bin ich hier bei mir im Zimmer. Kann ich noch lernen? Ich schreibe morgen Englisch. Noch ein Latein, einen Test, aber in Englisch ist halt eine Arbeit. Deswegen muss ich noch mal ein bisschen hier lernen. Geil. Was macht man nicht sonst lieber an einem Sonntag? Auf jeden Fall würde ich sagen, könnt ihr hier damit den Kanal abonnieren. Hier links und rechts noch zwei weitere Videos. Die könnt ihr euch gerne anschauen. Und dann würde ich sagen, wurde es mit den 24 Stunden auf jeden Fall nichts. Ja, okay, wäre auch ein Wunder tatsächlich. Das Ding ist einfach eingebrochen. Was ist das denn? Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Max und ciao!